Moin Mario hier. Willkommen auf meiner Schiffsmodellbauwerft. Und ja, lange ist es schon her, aber nun geht's endlich mal wieder weiter mit der Soleil Royal. In der letzten Ausgabe habe ich ja die Zweitbeplankung beendet. Da ich zwischendurch schon immer mal geschliffen habe, ist das eigentlich so ganz gut fertig. Falls ich noch mal ein paar Unebenheiten sehe beim Bau, wird dann eben noch mal ein bisschen nachgeschliffen, aber im Grunde genommen sollte das so schon gut sein. Lackiert wird der Rumpf noch nicht. Der wird ja irgendwann mal mit farblosen matten Lack behandelt, aber das mache ich noch nicht, weil ja noch ein Haufen Teile angeklebt werden an dem Rumpf und damit der Kleber dann dafür nachher besser hält, wird das Ganze noch nicht lackiert. So, gucken wir mal. Achso, habe ich das schon erwähnt. In dieser Folge werden wir die Bauphase 82 abarbeiten. Hier habe ich schon mal die Bauanleitung und versteckt hier auch schon die Teile, die wir in dieser Bauanleitung verbauen werden. Und zwar sind das diese Stäventeile aus den Ausgaben aus der Bauphase 79 und 80. Aber erstmal schauen wir rein, was wir in der Bauphase 82 geliefert bekommen. So, eine Tüte mit kleinen Haken. Dann eine lasergeschnittene Holzplatte mit Teilen für die Heckgalerie. Dann wieder Leisten, und zwar 2x2 mm Nussbaumleisten. Dann wieder diese 5x0,6 mm Leisten für die Beplankung, weil ja bei der Heckgalerie, das sind ja kleine Decks. Und dafür sind dann diese Leisten, um wieder die Decksbeplankung darzustellen. Und dann noch zwei Messingteile, Ornamente, die nachher hier im hinteren Bereich, denke ich mal, angeklebt werden. So, wie gesagt, wir werden dann nach dem Schleifen, was ja eigentlich so schon erledigt ist, werden wir dann die Stäventeile anbauen. Und zwar als erstes werden das dann diese hier sein. Wir mal gucken, wie das ungefähr noch mal kommt. Die werden dann hier ganz vorne angebaut. Dafür muss man natürlich noch erstmal kontrollieren, ob dann hier überall der Spalt richtig ist, der muss dann gegebenenfalls nachgearbeitet werden und wie gesagt, dann können die Teile angeklebt werden. So, die ersten beiden Teile sind vorne angebaut. Ich habe die Teile nochmal mit Eichemittel gebeizt. Und wie gesagt, ich habe sie schon eingeklebt und um zu gucken, ob das schön mittig sitzt, habe ich mir dann hier gedacht, ich messe dann hier vorne vom vorderen Schott bis zur Spitze und auf der anderen Seite genauso und dann kann man dann sehen, ob man das dann schön gerade eingebaut hat. Wie gesagt, nachdem vorne der Steven eingebaut wurde, gehen wir jetzt hier nur hier hinten bei und hier sollte man dann die Aufnahme fürs Ruder hier mit einer Feile reinfeilen. Ich weiß nicht genau, was man sich dabei gedacht hat. Ich habe hier dann so einen Rundschleifer mit so einem Fräseinsatz genommen und dann hier ein bisschen ausgefräst. Somit, damit der Achtersteven hier reinpasst. Und den kann ich dann hier so ankleben. Jetzt muss man natürlich nachher noch gucken,
ob das Ruder, das wird in einer späteren Ausgabe eingebaut, ob das dann hier nachher noch mit reinpasst. Aber ja, wenn nicht, dann wird das eben passend gemacht. Und dann sieht das Ganze hier natürlich nachher auch ein bisschen besser aus. Wie gesagt, jetzt klebe ich das Teil hier hinten an. Und dann kommen nachher hier noch der Kiel hier oben rauf. Ja, so machen wir dann jetzt weiter. Nachdem der Heckstäben angeklebt wurde, wurden dann die Kielteile hier an den Rammsporen angebracht. Ich habe zur Hilfe hier noch an den Verbindungsstellen Nägel eingeschlagen, damit das dann besser hält. Hier hinten musste ich dann noch wieder ein schweres Gewicht, weil das Ganze sich hier nach oben wölben wollte. So, nun lasse ich das dann erstmal trocknen. Und dann gucke ich mal, ob das alles schön hält. Und dann wird das ganze Schiffchen in den Ständer reingestellt. Stäben und Rammsporen sind dran. Der Kiel ist dran. Und auch der Achterstäben. So sieht dann die Soleil Royale nun nach 82 Bauphasen aus. Ja, 82 Bauphasen sind nun vorbei. In dieser Ausgabe haben wir den vorderen Stäben und den Rammsporn angebaut, den Kiel und den hinteren Stäben. Ja, so langsam muss ich mir mal Gedanken machen mit dem Platz, ob ich die Kamera nicht irgendwo anders hinstelle, weil es lässt sich kaum zeigen, wie man was baut. Ja, mal gucken, der Ständer hat langsam die Farbe, die mir gefällt. Den habe ich jetzt schon zweimal gebeizt. Und mal gucken, einmal werde ich ihn noch beizen, ob das dann so aussieht, wie ich das gerne hätte. Dann wird er lackiert, weil jetzt brauchen wir ja den Ständer immer, um das Schiffchen hier reinzustellen. Ja. Nun bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, freut euch auf die nächste Bauphase und ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen und ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Mir bleibt nur noch zu sagen, tschüss, macht's gut, ahoi und kick more weather in.